Hallo Leute. Moin. Also, wir sind ISO. 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 Also. Moin. Hi. Wir befinden uns hier. Nein. Hi, hier sind die Wrestler von Pauli. Richtig, Alex. Und Markus. Wir befinden uns hier mitten im Herzen auch von St. Pauli, nämlich vor der Stadtteilschule und ganztags. St. Pauli. Ja, genau. Richtig. Und treffen uns hier jetzt mit der Schulleitung. Und Peter Kämmerer ist auch dabei. Richtig. Genau. Vom Lions Club. Geile Sache. Ja. Beziehungsweise, jemand muss ja die Kamera nehmen. Ich sag mal, ich übernehme das einfach und du hältst das Mikrofon. Machen wir so. Komm. So wie immer. Ja, ja, los. Du gehst los, ich nehme die Kamera. 1, 2, 3. Kommt einfach mit rein. Hier so, würde ich jetzt sagen, wir gehen einfach mal rein. Zu. Wir befinden uns also hier in der Küche der St. Pauli-Schule. Wo bekommt ihr denn eure ganzen Essenszutaten, Gemüse und die ganzen Produkte zum Kochen eigentlich her? Gute Frage. Obst und Gemüse bekommen wir von einem kleinen Familienbetrieb, der sich schon seit Jahren damit für stark macht, regionale Produkte zu verkaufen. Der beliefert uns zweimal in der Woche mit mindestens dreimal Obst als Nachtisch. Und wir haben ja jeden Tag Salatbar und Knappergemüse für die Kleinen. Das sind Mengen. Die Basics kommen von einem Großlieferanten. Chef Skulina, die kommt zweimal in der Woche mit einem großen Laster hier. Wirklich mit einem großen Laster, voll von Lebensmitteln. Wir haben hier keine Lagerkapazität, ja. Das muss immer in einer Woche umgesetzt werden. Die beiden Ladungen sind jetzt bis Ende der Woche, bis Freitag. Also noch, heute ist Mittwoch, noch 3 Tage sozusagen, heute eingeschlossen. Fleisch beziehen wir von einem guten Schlachter, von der Manufaktur Durst. Seit Jahren, auch bevor die so groß in Hamburg wurden, die uns das auch so zuschneiden oder vorbereiten, wie wir das möchten. Gutes Fleisch, ne? Muskelfleisch. Und darauf legen wir ja auch Wert. Also das können wir ja auch uns nur leisten, weil wir Zuschüsse bekommen und Förderer haben. Sonst könnte man so nicht einkaufen. Und Fisch beziehen wir bei Hagener. Wir könnten diese Arbeit gar nicht leisten mit konventionellen Produktionsmöglichkeiten. Und trotzdem musst du hier wissen, dass die ganzen Geräte hier fast alle aus den Spenden finanziert sind. Ja. Sonst hätte es so eine tolle Küche nicht gegeben. Das Equipment besteht nicht nur aus diesen Profigeräten. Ne? Das Equipment ist wirklich alles. Also Teller, auch Töpfe, auch Pfannen, auch Gastrogefäße. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendetwas die Behörde in den letzten 15 Jahren bezahlt hat. Also vielleicht mal zufällig 6 Teelöffel, die irgendwie verloren gegangen sind. Aber hier auch Töpfe, das ist unglaublich, die Schürzen, also alle. Und vor allen Dingen diese Profiteile auch oben, diese Tabletts, also, ne? Das sind ganz besondere Sachen da. Das sind, das wo sind die immer Profis Sachen, hier sagen, ja, das müssten wir haben. Aber von der Behörde kriegen wir es nicht. Ich habe gerade erfahren, dass montags, dienstags grundsätzlich die älteren Schüler für die jüngeren Schüler oder für die gesamten Schüler kochen. Das ist dann Jahrgangsstufe 8 bis 10. Und Mittwoch und Donnerstag, wer kocht dann? Mittwoch, Donnerstag kochen die Kleinen, das ist die Jahrgangsstufe 5 bis 7. Einschließlich Kinder aus den internationalen Vorbereitungsklassen. Jetzt brauchst du dir das zu? Und am Freitag gibt es ein kürzeres und schnelleres Essen, weil wir keine Kinder hier in der Küche haben. Also ihr habt hier ein Kochfest angestellt und nochmal Hauswirtschafterin? Ja, das ist ein großes Projekt, das ist ein Riesenaufwand. Ne? Bestellungen, Einkäufe, Versorgung der Lebensmittel, Kontrolle, Firmen, Lieferanten, Wäsche, alleine die Wäsche. Jeden Tag 25 bis 30 Schürzen und mindestens 2 Handtücher pro Kind. Das müssen Sie mal auf dem Mahl sehen. Das ist natürlich was anderes, als wenn hier 3 Erwachsene kochen. Nein, die blaue Schüssel. Lass da einmal hören. Genau. So, das ist kein Job. Ich bin ja nicht nur Koch, sondern bin auch Erzieher. Also von der Ausbildung her. Und auf dieses Projekt gesehen hat das natürlich ideal gepasst. Das macht Kelly immer. So. Und jetzt so. Und dann runterdrücken. Für wie viele Kinder wird denn hier in der Regel dann gekocht? 350 Kinder von Klasse 0 bis, also Vorschule bis zur 10. Und hier jetzt hinter uns ist ja die Salatbar. Die haben wir auch mal finanziert aus Spenden und zwar deshalb, an der Ausgabe würde das ja immer so sein, wie wir das alle kennen. Ja. Klatsch auf den Teller, ja.
zu viel oder zu wenig, genau das, was sie nicht mögen. Und da haben wir gesagt, dazu gehört eine Salatbar, wo sie das nehmen, was sie mögen, wie viel sie mögen. Und das ist super angekommen. Wir haben jetzt gerade erlebt, hier über eine Stunde war Highlife in Tüten. Du erlebst das ja quasi von Montag bis Freitag jeden Tag. Jeden Tag, ja. Und wie lange machst du das hier schon? Oh, 12 Jahre, fast 13 Jahre. Und hat man da so einen gewissen Blick auch für die einzelnen Schüler und Schülerinnen, wo man sagt, der wirft vielleicht eher doch sein Essen weg oder dem kann ich ruhig ein bisschen mehr raufgeben? Ja, das merke ich, ja. Und dann manche gebe ich so kleine. Und dann kommst du wieder und dann nochmal was dazu haben. Wenn du wegschmeißt, dann, ich werde alle Kinder beobachten. Wenn du wegschmeißt, dann magst du weniger. Kennst du denn auch so nach 12, 13 Jahren die Namen der Schüler? Alle Schüler heißen Schatz. Das mache ich so bei meinen Freundinnen. Nochmal zum Essenspreis. 3,50 Euro für die, die was bekommen oder für diejenigen, die bezahlen müssen. So, und dann gibt es Kinder, da weiß man, oder ich sag mal, die übrigen Kinder zahlen 1,80, die bezahlen müssen. Und dann gibt es natürlich Kinder, die können es überhaupt nicht, und die Eltern. Oder die kriegen nichts und dann würden die kein Mittagessen bekommen. Und die zahlen gar nichts, weil die Lehrer wissen, die Kinder sind Härtefälle. Und für die aus den Spenden überweisen wir dann auch was. Das ist ein so tolles Projekt hier. Wir müssen unsere Sachen koordinieren. Die Speisepläne müssen ausgewogen sein, so wie wir sie möchten, gesund, kindlich, aber auch an die DGE angepasst. Da haben wir jetzt ja ein neues Zertifikat. Das kostet richtig Zeit. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und deswegen machen wir das. Dass hier genügend Gerätschaften vorhanden sind, dass ein ausgewogenes und wirklich gesundes Essen für die Schüler, für die Kiddies hier gezaubert werden kann. Bedanke mich erstmal. Gerne. Yeah, it's Christmas time, stand up and have a glass of wine and you let yourself go underneath the mist.